Like und abonniere in den nächsten 5 Sekunden und du wirst jeden Fortnite-Skin bekommen, wenn du dich einloggst. Riskiere es nicht, like und abonniere. Ich verschenke jeden Tag Skins und Best Pässe an meine Abonnenten. Also, wenn du ein kostenloses Item aus dem Shop oder ein Battle Pass möchtest, musst du dieses Video liken, meinen Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und deinen Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Aber jetzt geht's los mit dem Video. Okay Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Psyche, Leute. Und heute geht es auf jeden Fall darum, dass ihr einfach wieder auf Mobile spielen könnt. Zumindest auf Apple, auf Samsung oder auf den anderen Mobile Devices, halt auf Android und so. Dort könnt ihr es auf jeden Fall schon machen. Also ich konnte es schon immer machen. Und dort wurde auf jeden Fall auch noch nichts geändert. Das ist auf jeden Fall alles erstmal auf Apple. Erstmal wurde alles auf Apple geändert. Und ihr könnt nicht mehr auf Apple spielen. Wenn ihr versucht, mit Apple auf Game zu gehen, dann seid ihr in einem Stuck-Screen oder so. Und dort könnt ihr dann nicht mehr spielen, Leute. Ich bin selber kein Mobile-Player, aber ich habe die Informationen auf jeden Fall alle. Und Leute, falls ihr dann versucht, auf jeden Fall mit Apple in Fortnite zu gehen, dann seid ihr irgendwie in einem Stuck-Screen, noch in der alten Season, weil ihr könnt auf jeden Fall nichts mehr, ihr könnt es nicht mehr, das neue Update könnt ihr auf jeden Fall nicht mehr downloaden, weil es nicht mehr ein App Store ist. Denn Epic Games und Apple hatten da irgendwelche Probleme, Leute. Aber Leute, es gibt auf jeden Fall eine Taktik, wie ihr trotzdem noch spielen könnt, Leute. Und zwar, die ist auf jeden Fall richtig krass. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, damit ihr das nicht verpasst, Leute. Und ja. Okay, Leute, falls ihr jetzt hier im Video seid, dann und ihr kein Mobile-Player seid, dann bleibt trotzdem dran, denn Leute, dieses Video ist nicht nur für Mobile-Player. Und zwar, Leute, in diesem Video werden auf jeden Fall Codes versteckt sein, mit denen ihr auf jeden Fall V-Bucks kriegen könnt. Bei der offiziellen Website von Epic Games könnt ihr auf jeden Fall einlösen. Also bleibt auf jeden Fall auch dran. Und sucht die Codes, Leute. Im Video, Leute. Denn ihr wollt natürlich keine V-Box verpassen. Aber ja, Leute. Okay, Leute, ihr seht auf jeden Fall im Hintergrund auf jeden Fall. Warte, da hinten ist jemand. Noch Gameplay, Leute. Aber das ist einfach nur für Hintergrund-Gameplay. Aber Leute, hier seht ihr auf jeden Fall ein Bild davon, wie dieser Stuck-Screen aussieht, Leute. Ist auf jeden Fall nicht feierlich. Also werde ich euch auf jeden Fall sagen in diesem Video, wie ihr einfach trotzdem mit Apple noch spielen könnt, denn Leute, die hatten irgendwie ein Problem. Epic Games hat ja auch auf ihrem YouTube-Kanal, also Fortnite hat auf ihrem YouTube-Kanal dieses Video hochgeladen, wo sie auf jeden Fall gesagt haben, dass Apple irgendwie auf Milliarden Devices irgendwie das gelöscht hat. Oder Millionen Devices, also Millionen Apple-Accounts wurden jetzt, können jetzt kein Fortnite mehr spielen, weil es auf jeden Fall dort nicht mehr im Apple Store gibt. Das heißt, die können kein Fortnite mehr spielen, außer sie gehen auf jeden Fall jetzt auf dem PC oder auf der PlayStation etc. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall. Und falls ihr einer davon seid, dann bleibt auf jeden Fall in diesem Video bis zum Ende dran, Leute. Okay, Leute, für die Apple-User, für die Apple-Benutzer ist auf jeden Fall jetzt, ist auf jeden Fall was rausgekommen irgendwie, dass dieses Problem in 2 Wochen gelöst wird. Und in 2 Wochen wird es dann auf jeden Fall wieder in den Apple Stores kommen. Und dort könnt ihr dann einfach wieder das Update machen, wie gewöhnlich und weiterspielen. Aber bleibt trotzdem dran für die V-Bucks-Codes etc. und für die ganzen Infos, Leute. Und für die Samsung-User, die können einfach auf Google gehen oder auf Internet-Browser, keine Ahnung, wie es am Handy ist. Ja, auf jeden Fall ins Internet-Browser. Müsst ihr dann in irgendeinen gehen und dort müsst ihr einfach epicgames.com eingeben. Und dann kommt ihr auf die offizielle Website von Epic Games. Und dort könnt ihr auf jeden Fall einfach auf Downloaden klicken oder auf Holen. Und dort müsst ihr dann einfach Android eingeben und also eingeben, auf welche Plattform ihr spielt. Und dann könnt ihr auf jeden Fall trotzdem noch spielen. Obwohl diese ganze Sache passiert ist mit Apple und so. Ja, Leute. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Aber Leute, für die Apple-User, ihr könnt in 2 Wochen, dann wird es wahrscheinlich wieder im Apple Store sein und ihr könnt einfach ein Update machen, Leute. Also bleibt auf jeden Fall dran. Bleibt auf jeden Fall, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, damit ihr die neuesten Informationen dazu auf jeden Fall bekommt. Und natürlich für andere coole Videos. Ja, Leute. Leute, falls ihr auf jeden Fall den neuen Battle Pass der neuen Season auf jeden Fall bekommen wollt. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Battle Pass. Ich hole kurz den Gegner.
Und übrigens wurde die neue Pump hinzugefügt. Ist auf jeden Fall richtig. Also die alte Pump wieder hinzugefügt. Auf jeden Fall richtig cool. Ja, Leute, falls ihr den Battle Pass gratis bekommen wollt, dann müsst ihr einfach nur euren Epic Games Username und, ja, euren Epic Games Username in die Kommentare schreiben. Und irgendeine nette Nachricht, wie zum Beispiel gutes Video oder so. Ja, Leute. Okay, Leute, und falls ihr die neuesten Fortnite News auf jeden Fall haben wollt, dann bleibt einfach hier an meinem Channel. Guckt die alten Videos an. Auf jeden Fall bis zum Ende, damit ihr nichts verpasst, Leute. Und ja, warte, wie geht man nach oben? Oh. Hab schon fast kaputt. Ja, Leute, und übrigens habe ich Instagram und einen Discord-Server. Die sind auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Folgt mir auf jeden Fall ins Instagram. Ich beantworte jede Nachricht, die mir geschrieben wird. Ich schreibe auf jeden Fall mit euch, mit jedem von euch. Also schreibt mir da einfach. Oder kommt auf meinen Discord-Server. Dort könnt ihr auf jeden Fall mit mir zocken. Ja, Leute. Aber Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt irgendwelche Informationen dadurch auf jeden Fall bekommen, Leute. Ja, und das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ciao. Okay, Leute, und bevor das Video beendet, wollte ich auf jeden Fall noch meinen Freund supporten. Und zwar, der hat die 100.000 Abonnenten erreicht. Leute, auf jeden Fall richtig krass. Es ist einfach ein richtiger Meilenstein für ihn, Leute. Und ich habe auch die 4.000 Abonnenten erreicht, Leute. Das ist auch richtig cool. Und übrigens, Leute, ich bin jetzt YouTube-Partner. Heißt, ihr könnt Mitglied werden und so. Diese Funktion wird wahrscheinlich schon da sein, falls ihr dieses Video guckt. Also, Leute, bleibt auf jeden Fall aktiv hier auf meinem Kanal und verpasst keine Videos, Leute. Ja, Leute. Und Leute, falls ihr auf jeden Fall bei diesen Giveaways gewonnen wollt, Leute, dann müsst ihr einfach euer Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Ganz simpel, Leute. Und Leute, abonniert auf jeden Fall mein Instagram, denn wir haben fast die 50 Abonnenten dort erreicht, Leute. Und jetzt seht ihr auf jeden Fall nochmal die Live-Reaction von, als ihr 100.000 Abonnenten bekommen habt. Hier seht ihr sie, Leute. Okay, Leute, das war auf jeden Fall die Reaktion, Leute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich hoffe, das Video hat euch vor allem gefallen, Leute. Denn ich mache es natürlich nur für euch, Leute. Und abonniert auf jeden Fall, damit ihr keine solcher Informationen-Videos mehr verpassen wollt. Leute. Und Leute, falls ihr mal ein Video mit ihm wollt, dann könnt ihr das auch einfach in die Kommentare schreiben, Leute. Ganz easy, Leute. Und ja, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen, denn ich habe auf jeden Fall richtig viel Arbeit in dieses Video gesteckt. Und ich hoffe, ihr könnt es auch einfach zurückgeben, dass ich diese Videos mache. Und zwar, indem ihr einfach liked und abonniert und einfach die Videos immer bis zum Ende anguckt und so, Leute. Das wäre auf jeden Fall der krasseste Support, den ihr machen könnt, Leute. Außer, also wenn ihr ein bisschen Geld noch da habt. Mal so nebenbei. Also ihr müsst nicht donaten, Leute. Das ist ganz wichtig. Das muss ich immer erwähnen, Leute. Ihr müsst nicht donaten, wenn ihr das Geld nicht habt. Aber falls ihr wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch ein Mitglied kaufen. Das liegt ganz bei euch. Aber Leute, das war's.